Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Ich bin auf dem Stand von Lightro und hier habe ich eine neue Kamera von Lightro in der Hand, und zwar die Ilum. Und ihr kennt vielleicht noch dieses Jahr etwas nach einem Lippenstift aussehende Gerät, was vor einiger Zeit ja schon mal vorgestellt worden ist, wo wir vielleicht noch gedacht haben, ja, das ist vielleicht irgendwie eher ein Spielzeug oder sowas. Hier ist jetzt eine Kamera, die, wie ich finde, tatsächlich ja auch richtig ernst zu nehmen aussieht und mir auch direkt beim Anfassen richtig Spaß gemacht hat. Was ist das Besondere an dieser Kamera? Es ist kein Sensor drin, so wie wir den von unseren anderen Kameras kennen, sondern ein Sensor, der mit einer sogenannten Lichtfeldtechnik funktioniert. Das heißt, die Art und Weise, wie die Bilder aufgenommen werden und erzeugt werden, ist eine völlig andere. Sehr komplizierter Kram. Aber was ist das Besondere, was ihr daran machen könnt? Ihr habt die Möglichkeit, nachträglich den Fokus zu bestimmen. Das heißt, ihr nehmt das Foto auf, ohne dass in dem Zeitpunkt schon vollkommen klar ist, ob nun etwas im Vordergrund oder etwas im Hintergrund scharf ist. Und ihr könnt aus dem einen und demselben Pfeil hinterher verschiedene Bilder zum Beispiel generieren oder ihr könnt kreativ damit werden. Eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ist, dass zum Beispiel auf einem Tablet angesehen diese Fotos sogar einen leichten 3D-Effekt haben, der jetzt nicht irgendwie simuliert ist, sondern der tatsächlich so, wie man das Tablet in der Hand hat, wirklich erlebbar wird. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr auf die Fotokina kommt, hier auf dem Stand von Lightro. Ja, die Kamera selber macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also ist schon irgendwie was anderes, wenn man sie in der Hand hält, als eine DSLR, aber fühlt sich doch sehr, sehr gut an. Ist deutlich größer, als ich erwartet hatte von Fotos, die ich gesehen habe. Und ja, wie Matthias spontan sagte, als er sie in der Hand hatte, sie fühlt sich auch richtig schön leicht an. Also nicht zu leicht, nicht irgendwie übertrieben leicht, aber richtig angenehm zu nehmen. Eine Besonderheit auch hier noch, was heißt Besonderheit? Wir sehen es häufig, es gibt einen ausklappbaren Bildschirm, den ich sicherlich für eine Kamera dieser Art ganz, ganz praktisch finde. Von der Bedienung her ist das Ganze über ein Touchscreen bedienbar. Im Hintergrund läuft ein Android-System mit einem sehr, sehr schnellen Prozessor. Das heißt also auch, die Bedienung der Kamera macht sehr, sehr viel Spaß. Man hat nie das Gefühl, da dauert irgendetwas oder so. Also eine sehr flüssige, sehr runde Sache. Auf jeden Fall finde ich bisher eine der faszinierendsten Sachen, die ich hier auf der Messe gesehen habe. Schaut es euch auf jeden Fall an. Bis dann. Tschüss.